So. So. Timer. 10 Minuten noch. Ich vergesse es diesmal nicht. Versprochen. Hoffe ich zumindest. So. 8 Stück noch. Komm. Zack. So, dann weg damit wieder. Das Stroh kann ich auch wieder wegpacken. Oder warte mal. Mal kurz gucken, was ich für den Futterdruck brauche. Futter. 120 und 8 Metall, okay. Metall. 1, 2, 3. Ach, na komm. Ich hab schneller geklickt, als er hinterhergekommen ist. Und 120 Holz. Dann kann ich den nicht. Den nämlich noch craften. 120. Wer den auch wieder? Kann ich hier Stroh und Fasernetz aber wirklich zurücklegen? Ich hoffe, das reicht auch, was ich jetzt dort habe. Fasern. Zack, zack, zack. Geht's mal kurz rauf mit uns. Ah, zack. Schnell mal rauf mit uns. Die Rampe habe ich jetzt vergessen, aber das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Nur diese Steinwand muss wieder ausgetauscht werden. So. Ich beeil mich. Handy hat vibriert. Und nicht deswegen, oder? Nö, noch 7 Minuten. 7 Minuten. Ah, oh oh. Reicht nicht. Oder? Ah, doch. Sie reichen. Wunderbar. Dann packe ich den. Eine habe ich jetzt übrig, aber das ist egal. Den Futterdruck. Das war ja gar nicht mehr so viel. Nehmen wir mal alles mit. Da war echt gar nicht so viel drin. Ups. Dahin. Alles noch angefangen oder warum war da nur noch so wenig drin? Futterdruck. So, oh, wir hatten Level up. Du kriegst wieder Nahrung. Und du darfst behalten. Wandern aktivieren. Lass dich wieder bewegen. Das ist nochmal kacke. Jetzt kommen wir natürlich nicht mehr so wirklich raus. Doch. Okay. Also die Rampe können wir dann auch hin platzieren. Wie schaut's hier aus? Ich weiß nicht, wie lange das dauert mit dem Dünger immer. Okay. Dann gehen wir auf Ari. Zack, fliegen nach unten. Machen schnell noch die Rampe. Aber die machen wir nicht fertig. Die platzieren wir nicht, weil dann kümmere ich mich wirklich um das Tierchen. Nicht, dass wir echt gleich Problemchen haben. Da brauche ich Holz. Oder haben wir hier eine Rampe? Nö. Ist jetzt keine. Nö, haben wir nicht. Brauche ich Stroh. Und Fasern. Eine Rampe. Fünf Minuten noch. Ja. Doch noch platzieren. Zack. Ach, ich hasse es, wenn du da oben in dem Schriftding drin bleibst. So.
Stroh. Zack. Ich glaube, wir hätten doch... Wir müssen dann echt nochmal Holz holen gehen. Stein. Habe ich auch noch ein bisschen einstecken. Echt nicht mehr so viel Platz. Jetzt Geländer. Okay, wir haben doch noch ein, zwei Minuten. Da fliege ich mal schnell mit Ari noch rauf. Wirklich nur schnell ihre Rampe platzieren. Dann geht es dem Tierchen da oben auch gut. So. Fackeln und so platziere ich dann später mal. Müsste ich eh erstmal welche craften. Okay. Anderen Snappoint. Den da. Okay, weil sonst kommt man nicht mehr durch die Tür. Zack. Und wir gehen runter. Und warten drauf, dass das Ei schlüpft. Ich habe noch nie in Ark bis jetzt ein Ei gehabt, was schlüpft. Weil... halt noch nie ein Haken-Ei hatte, was schlüpft. Oh, guck mal, da liegt... Stimmt, das hat Ari vorhin verloren. Harvest-Ei. Naku-Berries? So. 5 Minuten noch. Meine Fackel geht gleich kaputt. Feuerstein, Holz, Stein. Sag ich doch. Feuerstein. Stein. Holz. Kann ich die Fackel wieder herstellen? Hier gucken wir mal kurz. Vielleicht doch noch ein paar Fackeln. Strukturen. Stein. Fackel, Metallherstellung. Wandfackel. 40 Stück. Nee, das Ventil machen wir mal 20 Stück. Oder nee, machen wir mal nur 10 Stück. 10 Wandfackeln. Hm. 220, krass. 4 Minuten noch. Ich hoffe, ich kann den überhaupt claimen, weil Softass dahinter steht. Können wir doch nicht von oben auch fertig machen, die Fackeln, oder ranhängen, die Fackeln. Menschliches Haar können wir eigentlich hier rauspacken. Weil wir haben... Hier haben wir es mit Neiger. Genau. Was machen wir da rein? So. Die Fackeln fertig. Würde ich dann auch noch gern. Wir müssen dann eh mal Holz holen gehen wieder. Aber das machen wir später. Anfackeln. Jetzt erwarten wir mal drauf, dass das Ei schlüpft. So, das will ich nicht sehen. Okay, 4 Minuten noch. Okay. 4 Minuten, da warte ich noch nicht gleich drauf. Vielleicht doch nochmal 10 Wandfackeln. Strukturen, Metall. Herstellen. Kommt nochmal 10 Wandfackeln. Schnell. Tun wir nochmal Fleisch von unserem Tierchen da hinten. Von dem hier. Ich weiß nicht, was ich dem geben soll. So viel Gewicht hat er jetzt halt nicht. Tun wir mal 2 mal Fleisch raus. Oder ich hole mir mal das gesamte Fleisch raus, damit wir das neu stacken bei ihm. Damit wir das alles neu stacken bei ihm. So, weil dann hält sich's länger. Gewicht. Oh. Ich mag den, die Hyäne. Also, ich mag die Hyänen so, wenn sie auf eintreffen, überhaupt nicht, weil die echt nervig sind. Die Wandfackeln sind noch nicht ganz fertig. 1 Minute noch. Okay. Dann gehe ich jetzt aber wirklich gleich mal hin. Pack die schnell noch weg. 1, 2, 4. So. Zack, 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 zack. So, jetzt sind die Wandfackeln weggepackt. Dann würde ich sagen, nehme ich hier gleich die Major Berries raus. Alle. 2 Minuten noch. Okay, ich habe mir den Timer ein bisschen eher gestellt. Stopp, zurücksetzen, löschen. So, Timer ist fertig, weil jetzt bleiben wir da. Jetzt bleiben wir da. Die 2 Minuten müssen wir warten.
So. 2 Minuten noch. Was haben wir denn eigentlich für Eier? Alle ein bisschen. Ah. Okay. Okay, ein Rex. Rex wäre halt schon geil. Was ist ein Ei? Diplo, okay. Morphon. Schildkröten, Bronto. Ein Tavis-Ei. So, exakt einfach auf E. Ich weiß es nicht. Ich habe das noch nicht gemacht bis jetzt. Einmal E drücken. Und dann claimen. Und dann. Ja. Jetzt Finale und dann dem gleich die Bären reinschmeißen. Die Gesundheit von dem Ei ist ja fast 100%, ist ja richtig gut eigentlich. Denke ich. Hoffe ich. Männlich? Achso, nee. Das sind die Eltern. Ah, weil der Mann stand. Hm, okay. Gleich ist es fertig. 30 Sekunden noch. Jetzt aufheben. Na komm schon. Immer wenn man auf was warten muss, dann dauert das immer so ewig. Kann ich den eigentlich ausschalten? Ich kann da sogar was reinpacken. Okay. Komm. Verhungert der wirklich so schnell? Weiß ich nicht. Kauf's nicht. Nicht, dass ich dann zu langsam bin. 5 Sekunden noch. 1 Sekunde noch. So, zack. Zack. Friss. Ach, du kannst immer nur 5. Oh ja. Der Hunger geht ganz schön runter. Zack, 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 zack. Aber noch nicht so viel Gesundheit. Schauen wir mal, dass wir den Hunger ziemlich voll bekommen. Ich glaube aber, da haben wir keine Chance zu. Alter. Wie lange muss ich das jetzt machen? Die Nahrung geht runter. Jetzt ist aber schon der Effekt besser bei der Nahrung. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass der dann einen Löffel abgeben könnte, wenn ich jetzt weggehe. Alter, die Nahrung. Oh, nee, 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 nee. Die geht doch nicht so gut. Weil die echt schnell runtergeht. Der heilt sich auch nicht, oder? Das Leben schwankt sehr stark. Die Nahrung geht runter. Okay, der Gehirn kommt aber kaum über 1000. Jetzt, zack, ist er sofort wieder auf 900 unten. Die Gesundheit geht nicht rauf. Ah, aber die Nahrung geht auch nicht wirklich runter, oder? Doch, die geht schon runter. Die geht sogar ordentlich runter. Ich bleib einfach mal da, ich will das nicht verkacken.
Achte mal ein bisschen auf die Nahrung. Hau den mal wieder ein bisschen rein. Okay, das geht sofort immer auf 10% runter. Das ist ein Minimum. Wenn ich den jetzt nochmal in den Metro... Zack, ja. Also 10% von der Gesamtnahrung ist ja immer gleich unten. Deswegen glaube ich, bringt es gar nichts, dem da versuchen, drüber zu schmeißen. Das ist die Prägung. Reifeprozess. Wie lange dauert das? Braucht Zuwendung in 7 Stunden. Also in 8 Stunden braucht er Zuwendung, okay. Aber der verhungert mir doch bis dahin. Oder nicht? 8 Stunden, verhungert mir doch dann in 8 Stunden. Hält die Nahrung rauf. Ach, der frisst dann von alleine. Okay, nee, der frisst von alleine dann. Okay, der hat jetzt auch von alleine gegessen. Okay. Er hat von alleine gegessen, okay. Dann müssten wir eigentlich das Wandern einschalten, dass er da herläuft, oder? Oder kann ich das Wandern bei dir einschalten? View. Harvesting Levels, nee. Ist ändern. Nee, zurück, behalten. Wandern ist... Ach, das ist sowieso an. Okay. Schmeiß ich dir nochmal... Schmeiß ich vielleicht hier nochmal 100 Bären rein. Und ich gehe mal raus und hole von draußen nochmal Major Berries. Wenn ich hoffentlich noch welche habe. Hol da nochmal ein paar. Also er frisst gerade selbstständig. Bin mir gerade hinterhergelaufen. Und ich hoffe mal, dass du selbstständig frisst. Will jetzt aber auch nicht gehen. Ich kann dir halt aber auch immer nur 4 jetzt hat. Okay, ich kann dir nur 4 geben. Auch Zuwendung in 8 Stunden. War es hier wohl da hinten kalt? Kann ich damit machen? Inventar öffnen. Hm. Was jetzt, wenn ich dir die Bären rausnehme? Müsstest du ja gleich essen wollen. Das heißt, du würdest ja automatisch daherlaufen. Der ist schon irgendwie süß. Bis auf der große Kopf. Müsstest du ja dann daherlaufen. Beobachte mal. Müsste er jetzt wirklich dahin laufen, oder nicht? Guck mal, da ist Fresschen. Hey, hier, da ist Fresschen. Weil von der Seite schaut das Viech echt hässlich aus. Ja, von der Seite ist das Viech echt hässlich. Guck mal, da ist Fresschen. Wenn ich jetzt wieder was reinschmeiß. Frisst du. Du gleich öfter. Okay, du rennst nicht dahin. Da ich dir ja nur 5 reinschmeißen kann, ist es schon ein bisschen doof. Oh, guck mal. Wir haben wieder ein Ei. Der läuft mir hinterher. Okay, er läuft mir hinterher. Gewicht. Check die mal schnell durch. Wie schaut's aus? Kriegst du nochmal Bären?